Jo Leute, und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und wir gehen direkt mal auf den Shop, denn der ist gleich auch schon da in knappen 5 Sekunden. Mal gucken, was da heute so reinkommt. Die letzten Tage war es ehrlich gesagt relativ langweilig und heute, okay, neuer Stil für den Skin hier, aber ich glaube auch heute wird es nicht so besonders sein. Galaxy Kriegerin, Farbenbomber Paket, okay, tägliche Sachen. Ja gut, es sieht auch heute relativ langweilig aus, aber ich sehe schon, die ganzen Pac-Man-Sachen sind nochmal zurück. Okay, John Cena, alles noch geblieben, also immer noch sehr, sehr viel Zeug am Start. Ehrlich gesagt, aber auch heute nichts Besonderes. Naja, wie gesagt, oben neuer Stil für den Berchi-Skin, da fangen wir auch direkt mal mit an. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also hier gibt es auf jeden Fall die normalen Stile und Freizeit-Berchi. Also hier ohne diese, ich sage jetzt einfach mal, Maskierung. Okay, interessant. Gibt es jetzt auf jeden Fall zwei neue Stile sogar. Und ja, kann man machen. Für Leute, die den Skin haben, ist das natürlich cool. Kleine Happen als Hacke. Ich glaube, das ist die passende Hacke dazu. Und dann gibt es auch Rex zurück. Die passende Lackierung. Ansonsten noch Dino-Kommando. Hier auch noch eine Lackierung dazu. Und ich glaube, das war es ja auch schon. Ruby nochmal zurück mit der Hacke und dem Gleiter. Okay, interessante Sachen, aber nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Galaxy Kriegerin, wie gesagt, sehr, 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 sehr oft am Start. Viel zu oft, ehrlich gesagt, auch. Und ist dennoch ein cooles Paket. Leider aber nichts Besonderes. Dann gibt es noch das Farbenwirbel-Bomber-Paket. Der Skin ist ganz nice gewesen. Gibt es ja auch, glaube ich, schon in einer anderen Variante. Hier gibt es auch nochmal diese dunkle Hacke davon. Und ja, kann man machen. Ist aber auch nichts Besonderes. Tägliche Sachen, Espe zurück, Schneid zurück. Ich denke mal, beides ein Monat her. Alarme wird ebenfalls wahrscheinlich nur so einen Monat her. Und dann gibt es noch Zuckerrausch. Auch schon sehr, sehr alt. Könnte schon seltener sein. Und dann gibt es noch Bangrabugi. War ja damals exklusiv. Und es gibt noch T-Pose. Okay, und ich glaube, darunter, ja, wie gesagt, die ganzen coolen, ich sag mal, Oldschool-Sachen: Galaxy-Mode und das Pack-Profi-Mode. Zwei alte Gaming-Modes halt. Das war ganz nice. Hier gibt es noch das Pac-Man-Rücken-Accessoire. Ich guck mal, ob was Seltenes heute da ist. Okay, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Berchi vorne erstmal knappe 3 Monate her, aber direkt daneben die kleine Happenhacke ist 897 Tage her, also knappe 900 Tage. Das ist schon krass. Ich kann dir noch mal kurz zeigen, dass die Hacke hier einfach mal, ja, 900 Tage her. Hätte ich nicht gedacht. Der Rest daneben einen Monat und auch darunter das Zeug einen Monat her. Tägliche Sachen auch fast alle nur so 1 bis 2 Monate her. Okay, aber das Zeug auch einen Monat. Ist echt cool, dass oben wieder was extrem Seltenes ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das war's auch schon.